Alter, wir nebeln jetzt. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Kontext war zum letzten Part, aber wir nebeln jetzt. Hä, wir haben Nebel doch nicht. Ich dachte, Nebel geht weg. Egal. Nee, der geht erst weg, wenn du das Level beendet hast. Ich mag Trottel. Nebel. Ups. Das ist kein Nebel, das ist Rauch aus dem Räucherwerk. Warte schon mal, dem Räucherwerk. Nee, komm. Wisst ihr, wie viel Zeit zwischen dem letzten und diesem Party vergangen ist? Es ist so viel passiert. Das sage ich nicht, aber ich sage nur, dass so viel passiert ist. Es ist sehr viel Zeit zwischen diesem Silhouettenlevel und dem letzten Silhouettenlevel vergangen. Das stimmt. Das ist das. Ja, das kann man nicht leugnen. Krokemeier! Krokemeier! Krokemeier. Warum erwähnen sie ihn? Die haben ihn nicht zurückgebracht in Metroid. Ich habe vorhin tatsächlich einen Short gesehen, wo irgendjemand gemeint hatte, Krokemeier ist einfach nur ein Tier und gehört nicht wirklich zu den Weltraumpiraten, der wehrt sich nicht, der ist einfach nur da und man bringt ihn um. Ey, das ist Mr. Game and What. Ich meine, ja, er ist ja auch keine richtige Statue, deswegen ja, er genau, gehört halt nicht dazu. er ist einfach nur irgendein Tier auf Cebes? Keine Ahnung, warte, Super Metroid ist auf Cebes, oder? Ja. Ja, okay. Da hatte ich, als ich damals mit Dani gespielt habe, hatte das auch erst da erfahren. Bei Super Metroid hatte ich einen krassen Mandela-Effekt, weil ich war mir mal sehr sicher, dass Krokemeier halt bei der Statue da dabei war. Aber ich habe dieses komische Insekt komplett vergessen, dass es überhaupt existiert hat. Komische Insekt, an den Strom ranlocken muss. Also vergisst man immer, dass es existiert. Ja, ich habe es schon wieder vergessen. Das ist der most forgettable Boss in dem ganzen Spiel, Mann. Aber er hat eine coole Mechanik, dass man, wenn er, dass man ihn halt schneller umbringen kann, wenn man dieses Stromteil da trifft, aber... Nö, also als wäre dem Part, also ich war nur noch genervt gegen Ende von Super Metroid, ich hatte gar keinen Bock mehr, als wir bei dem waren. Also war auch dieses beschissene Gebiet da. Das hat sich Miyamoto dabei gedacht. Ich kann euch sagen, ich hasse Metroid-Spiele. Ich habe jetzt, also ich spiele gerade eine Menge, einfach nur um Footage aufzunehmen, falls ich das irgendwann mal brauche. Ich habe jetzt Samus Returns durchgespielt und Alter, du müllst dich die Festplatte voll. Ja, ich müll mir so die Festplatte voll. Früher hat er mich doch verspottet, weil ich ein paar Terabyte immer voll hatte und er war so, wie kriegst du das denn hin? Das sind keine Terabyte! ich bin nicht mal über 150 Gigabyte bisher. Dann hast du eine bessere Aufnahmemethode als ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Ja, meine werden immer so einstellen, wie es aussieht. Meine werden aber immer so groß, meine Weiß Ordnung. Nicht, ich glaube, ich habe auch eine Bitrate von 20.000 eigentlich drin. Ja, ich auch so ungefähr 15.000, 20.000. Okay. Das ist sehr spannend, Leute. Ach so, genau. Unsere Bitraten. Nein, stimmt, wir nehmen ja was auf. Was ich eigentlich sagen wollte, Metroid Fusion, das habe ich gerade wieder angefangen. Und meine Güte, ich habe das Gefühl, ich hasse Miyamoto mit Metroid-Spiele, weil ich bin in Sektor 2 und ich bin jetzt stuck, weil ich einfach nicht weiß, wo ich lang soll. Ich bin irgendwo reingefallen und komme jetzt da nicht wieder raus. Egal, was ich mache. Ich mag Fusion. Gute Neuigkeit, wir haben ich auch, Nebel. Außer diese Stelle. Weil ich weiß, dass ich Fusion schon sehr viel öfter bis über diese Stelle hinausgespielt habe, aber ich kann mich bei Gott nicht daran erinnern, wie ich da rauskomme. Tja, was soll ich jetzt sagen? Ja, ich weiß nur, dass ich Fusion immer noch spielen muss. Ja, für dieses ominöse Projekt. Ja. Oh nein. Nee, ich habe meinen Teil dafür tatsächlich jetzt schon geleistet. Alter. Also wenn es um den Spielpart geht, den habe ich geleistet. Ja, den habe ich ja auch geleistet. Dann sind wir beide schon mal weiter als Daniel. Übrigens, cooles Spiel. Ich kann mir aber... lass mich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jemals auf dem 3DS ansatzweise weit geschafft hätte. Ach, du meinst Metroid 2? Ja. Oh, wie so dumm. Wenn ich mir vorstelle, dass das dieser kleine Bildschirm ist und das, keine Ahnung, Tastenlayout von dem 3DS, dann würde ich mich umbringen. Ich hab's darauf durchgespielt. Ich hab Samus Returns letztens versucht nachzuholen. Ich kam dann irgendwann nicht weiter und hab deswegen aufgehört, aber... meine Hand hat halt irgendwann richtig wehgetan. Ja, guck, bei Ridley, da habe ich schon auf dem großen 3DS, habe ich da schon, glaube ich, 40 Minuten lang dran gesessen. Ich habe mich auch schlecht angestellt, muss ich sagen, aber ich fand den trotzdem teilweise echt schwer. Ja, deswegen habe ich da ja aufgehört zu spielen. Generell würde ich sagen, das ist ein schwieriges Spiel. Ich bin nicht gut mit Endbossen und so.
Also ja, da gab es ein paar, so diese volle Metroid-Version oder so. Ja, diese Omega-Metroids, ja. Die sind ziemlich schwer. Manchmal hauen die einfach ab mit dem Kampf, richtige Wichser. Ach, die meinst du, die Kabelviecher? Ja. Also allgemein. Ja, das sind, sind ja fast alle Spiele in dem. Es sind ja fast alle Bosse in dem Spiel Metroids. Ja. Das ist so das eine Spiel, okay, da geben sie dir richtig viel Metroid und danach sind die einfach rausgestorben. Dann geben sie dir nie wieder Metroid. Den Roboter habe ich auch ultra lang gebraucht. Also es war jetzt eine Übertreibung. Sie geben dir noch Metroid, aber nicht in so einer hohen Dosis. Nee, du hast nicht mal die ganzen Transformationen und so. Die ganzen Entwicklungsstufen, das ist ja fast schon Pokémon. Das nächste Mal in Ava M dann wieder. Zum letzten Mal bisher. Na, im Prime gab's die auch. Ja, aber im Prime laufen die eine andere Entwicklung durch, wegen dem Versuch und nicht ihre normale. Immer diese Leute, die keine Müll in die Umwelt kippen. Ich vermisse das. Das ist eine Analogie dafür. Ich vermisse. Warum sind eigentlich keine Metroids in unserem Metroid? Ja, warum sind da keine? Das ist ja. Ist es, also, wenn ist ich in so den USA. Packung Saviervorschlag oder was? Wenn ich in den USA leben würde, würde ich dagegen klagen. Würde ich sagen, False Advertising Nintendo. Und dann würden sie zerstampft werden. Glaub, da könntest du auch in Deutschland klagen. Ja, das kann schon gut sein. Okay, sorry, ich sollte dich übertreiben. In den Schoß schüttet. Lass es ganz ruhig angehen, Daniel. Du schaffst das schon, oder? Geht noch drauf. Du hast deine Pro-Gamer-Zeit schon hinter dir, Daniel. Das ist... Du kannst jetzt entspannen. Schätze, ich bin nicht mehr so gut, wie ich früher mal war. Wir werden die beste Rentnergeneration, weil wir werden Videospiele haben. Habt ihr manchmal das Gefühl, ihr seid schon, also eure Videospielfähigkeiten haben schon nachgelassen? Ich hatte nie welche. Okay, weil gestern... Frage, ne? Ich hab keinen Vergleich. Weil irgendwie. Gestern... Ja, nee, ich jetzt auch nicht unbedingt, aber gestern, als ich 40 Minuten lang halt bei diesem Ridley-Kampf gesessen habe, habe ich mir gedacht, also mein 13-jähriges Ich hätte das gekonnt. Ich war halt nie gut in Videospielen. Also ich hatte früher mehr Probleme mit Donkey Kong, aber ich war 12 Jahre alt, also weiß ich nicht. Obwohl wir gerade von ewig lang Festhängen reden, Gengo. Ja. Ich kann dazu relaten, ich habe auch gestern irgendwie für eine halbe Stunde immer wieder dieselbe Stelle in Half-Life gespielt und jedes Mal hat mich diese dämliche Headcrab umgebracht. Spielst du das Original oder das Original. Black Mesa? Okay. Ist das nicht? Ist Black Mesa ein Remake? Ich habe halt alles von Half-Life. Ja, Black Mesa ist ein Remake. Ja, Half-Life ist aber auch nicht so einfach, kann ich dir sagen. Medium, also da musst du dich jetzt ich bin gut genug dafür. Manchmal überschätze ich mich auch. Ja, weil weißt du, da war ich da, als ich Ori damals im Stream angefangen habe, dachte ich mir, oh, ich spiel's jetzt auf schwer durch. Ich bin ja ein Gamer, ich weiß, ja, wie so das funktioniert. Hab ich Resident Evil 4 Remake Mario habe ich schon mal gespielt. Ich hab's durchgezogen, Daniel. Ich glaube, es hat 14 Stunden gedauert, aber ich hab's durchgezogen. Ist aber auch. Ist ein Spiel. Aber ja, ich bin gerade in meiner Valve-Phase, darüber sollten wir mal reden. Ja. Ich hab endlich mal Valve. Achso, Valve. Ich bin jetzt mal die ganzen Valve-Titel nach und ich hab Porte gespielt und Porte 2. Und jetzt spiele ich Half-Life gerade. Ja, Half-Life müsste ich auch mal wieder spielen. Ich verstehe endlich, warum die Leute das Spiel so mögen. Ich hab gar nicht so viel von Valve gespielt, wenn ich drüber nachdenke, nur so. Diese Online-Spiele halt. Gar nicht so viele Valve-Spiele. Es gibt doch ja, aber Stimmen. So Half-Life und Portal und so habe ich nie gespielt, ich habe es nur gesehen. Das ist doch alles, was Half-Life du hast doch Half-Life. Ja, aber ich hab's nicht durchgezogen. Oh, warte. Muss ich jetzt was sagen. Oh, du hast Portal nicht gespielt? Wie kann man Portal nicht gespielt haben? Ich kann ja einer von diesen Leuten sein, die dich judgen, weil du Videospiele nicht gespielt hast, die ich bis vor einer Woche oder so auch nicht gespielt habe. Ja, das ist wohl wahr. Bei Portal, da haben die Leute aber jedes Recht, dich dazu zu judgen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich den Kommentar getätigt habe, hatte ich Teil 2 nicht mal durchgehabt. Also, ich bin inzwischen auch der Meinung, dass der zweite besser ist, aber ich glaube, ich würde, wenn ich nochmal zum Replayen, glaube ich, würde ich den ersten eher bevorzugen. Wenn du zum Replayen gehen wollen würdest, dann würdest du die Multiplayer-Kampagne in Portal 2 spielen wollen. Können wir gerne mal spielen, wenn du Lust hast. Oh, ich habe es so installiert gerade noch. Okay, dann hören wir doch an der Stelle auf, wenn wir jetzt Porte spielen. Ja, ich meine, theoretisch können wir das sogar auch aufnehmen. Eigentlich. Oh, Gott. Ja, Porte 1. Hört euch das an. Die planen schon andere Projekte, die achten gar nicht auf Projekte. Ja. Portal 1.
Weißt du, eigentlich würde ich danach ja Tropical Freeze spielen, aber jetzt haben sich die Dinge ein bisschen geändert, alter Mann. Es wäre auch die Jahreszeit, um Luigi's Mansion zu spielen. Ja, da denke ich auch gerade drüber nach, aber... Ich wollte es dir auch nochmal vorschlagen. Vielleicht sind ja, die Leute gesättigt. Ich habe auch drüber nachgedacht. Das Problem ist... Aua. Ja, das Problem ist, ich habe gedacht, eigentlich sollte man da dann wahrscheinlich erst im Oktober anfangen, aber da ich weiß, in welchem Tempo wir das hier meistens machen, ist das, glaube ich, kann man das getrost im September anfangen. Ja, also, auch aktuell weniger hoch, einfach weil ich nicht so viel Zeit habe und weil Daniels Parts ja auch länger sind. Wow, Daniel, das war schlecht! Weil Daniel nicht so guter Gamer ist wie wir. Schätze ich war wohl nicht so gut wie früher. Schätze ich war nicht zu gebrauchen. Das ist der Grund, warum meine Eltern mich rausgeschmissen haben. Ja, ich nehme das eigentlich am Bahnhof auf. Ja. Ah, dafür hast du aber ziemlich gutes Internet, weil du dich vorhin darüber aufgeregt hast. Das Internet von der Deutschen Bahn. Hm, habt ihr WLAN in den Zügen? Ja. Ich glaube, ja. Ich habe es aber erst sehr spät erfahren. Benutze es aber nie. Ich bin einmal da reingegangen nicht. Und dann habe ich sogar gesehen, dass du anscheinend über den Deutschen Bahn-Katalog irgendwie Filme streamen kannst. Okay. Also nicht nur, du kannst Netflix benutzen, die haben eine eigene Filmkategorie. Ich habe halt so viel. Ich habe halt so viel Datenvolumen im Monat, dass ich teils halt vergesse, das WLAN wieder anzumachen, auch wenn ich zu Hause bin manchmal. Ciao. Außerdem, also mein Internet ist eigentlich relativ gut, aber wenn ich bei mir unten im Wohnzimmer bin, dann hat es manchmal Verbindungsprobleme und ja. Ich hasse mein oder wenn ich mich Internet auf die Terrasse auch. Setze. Deswegen habe ich mein Datenvolumen. Ich bin mit meinem am Internet Handy immer fast dran. Ich bin mal nicht so eine Mechanise wie die auch zufrieden eigentlich. Vor allen Dingen Daniels. Mein erstes Wort war, ich bin zufrieden. Und dann hab jetzt ich jetzt verschwinde! Raus aus meiner Gasse! Es ist meine Straße! Oh, das ist ein Raketenlevel. Oh. Oh, das wird. Oh. Das wird ein Fall. Das wird mal ein volles Spiel werden. Ach, apropos Raketenlevel. Du hättest das Puzzleteil einsammeln können, wenn du alle Bananen einsammelst. Habt ihr mitbekommen, dass Flappy Birds zurückkommt? Ja, tatsächlich. Na ja, und ich habe auch mitbekommen, was der Creator davon hält. Ja, da hätte er die Rechte nicht verkaufen sollen. Was heißt verkaufen? Ich glaube, hat er nicht einfach die nicht nur. Hat er die nicht einfach nur nicht erneuert? Was zum Fick? Dann hätte er die wohl erneuern sollen. Was zum Fick, Alter? Ja, was soll also, das? Was redest du hier gerade, Raki? Ich kann es kaum glauben, was er da sagt. Nee, also mein wenn er wirklich wollte, dass niemand mehr ein Flappy Bird Spiel macht, hätte er auf den Rechten sitzen bleiben können. Also bis die auslaufen und Public Domain werden, das sind noch ein paar Jahre. Das ist übrigens ein beschissenes Level, Daniel. Ich also wie er das spielt, auf jeden Fall. Ich hab's vor kurzem auch selbst erst wieder gespielt. Was hat denn der Creator dazu gesagt, Daniel? Er hat gesagt, dass er nichts damit zu tun hat und Krypto verabscheut. Oh, das hat mit Krypto zu tun, ist ja ekelhaft. Ja, ist das nicht so ein NFT-Ding? Es ist ein Mobile-Spiel aus 2024, natürlich hat das damit zu tun. Ja, NFTs sind, ich find's echt komisch, das Wort NFT noch zu hören. Ich denke, das ist ein totes Genre. Wofür steht der NFT, ist es Raki? An sich schon, aber Leute versuchen es. Fuckable Token. Not funny, didn't laugh. Ist wirklich irgendwas mit Token, aber ich glaube. Yeah, ja, not fungible. Ich bin fuckable ich. Besser. Soll das Wort noch ganz oft sagen, damit das Video gelb wird? Ist ja nicht mein Geld. Bezahlt werde ich trotzdem von Raki. So, ich werde ja nicht mal bezahlt. Noch nicht. Aber könntest du. Du hast doch über die 500 Abonnenten. Was fehlt dann noch? Man braucht über 1000. Liebe. Echt? Scheiße. Ja. Nee, man braucht doch nur über 500. Ja, aber das ist dann so ein komisches. Da willst du nicht rein, Programm. So, okay. Um darauf zurückzukommen, wir sind heute zu sehr Business-Talk hier unterwegs. Ja. Lustiger Vogel, reden wir darüber. Habt ihr NFTs haben auch die Mario und Sonic-Reihe gekillt, weil die Olympiade hat gesagt, Alter, Klempner und IG, nee, wir wollen jetzt in NFTs investieren stattdessen. Oh. Ich wusste nicht mal, dass das ein Sponsoring war. Ich auch nicht. Aber stimmt, du brauchst ja die Rechte an den Olympischen Spielen wahrscheinlich. Ich dachte, die haben es einfach so gemacht. Public Domain. Na, die Olympischen Spiele sollten eigentlich Public Domain sein. Wer von dir erfunden hat, ist Griechenland. Das ist ein bisschen näher. Auch 2000 Jahre, ja, wir haben aber unser Copyright ein bisschen verlängert.
Ja. Ist ja schon wieder vorbei, die Olympiade. Nächstes Jahr sind wir auch dabei, Daniel. Alter, dann sind wir auch an diesem Schießstand. Skilanglauf werden wir machen. Was glaubt ihr, welche Sportart bei Olympia würdet ihr rocken als Gamer mit euren flinken Fingern? Natürlich Schach. E-Sports. Schach Olympisch. Ich glaube, ja oder nicht? Ich denke also schon. Schach ist zumindest ein Denksport. Gibt es so einen Sport, wo ich sitzen kann? Darin bin ich gut. Hey, ich denke, Schach ist wirklich dabei. Ich glaube halt, Schach ist nicht olympisch. Weiß ich nicht. Ich glaube, es zählt schon als Sportler. Ja, Skateboarden ist olympisch geworden. Ich weiß, das hat für euch keine Relevanz. Ist Counter-Strike ich glaube, Daniel hatte mal ein Longboard. Ist Counter-Strike olympisch? Ja. E-sportlich. Ah. Wenn du es im echten Leben spielst. Ja, aber wir haben doch schon geklärt, wir sind keine guten Gamer. Wir sind nicht. Wir sind nicht gut genug in Videospielen, um E-Sport machen zu können. Keiner von uns. Nämlich Gengo. Das ist nicht das wirklich Traurige? Das ist das einzige Hobby, mit dem wir uns unser Leben lang beschäftigen und wir sind nicht mal gut darin. Habt ihr jemals mal darüber nachgedacht? Ja, aber du musst jetzt ja auch mal überlegen, das ist ja auch so ein Olympianiveau-Ding und es gibt ja auch hunderte Leute, die irgendwie, irgendwie Fußball, keine Ahnung, in irgendeinem kleinen Dorfverein oder so spielen und einfach ihren Spaß haben, aber die werden halt auch nicht bei der Olympiade im Fußball antreten. Nee, aber die können vielleicht gegen einen Olympia-Fußballer gewinnen. Ich glaub nicht. Nee, ich auch nicht. Vielleicht könntest du gegen Olympia... Könntest du einen Pac-Man-Spieler gegen... gewinnen, ja. Nee, du könntest gegen du könntest einen Pac-Man gegen einen Olympia-Athleten gewinnen. Die haben ihre Kindheit nicht mit Videospielen verbracht, die haben Sport gemacht. Also ich mag's ein bisschen halt so für mich selbst persönlich zu Speedrun. Einfach nur ein bisschen schnell durch ein Spiel durchkommen. Aber so wirklich Tricks zu lernen, wie ich irgendwas breaken kann oder so, ich glaube, das wird mir nicht gefallen. Das ist halt auch ich das Spiel kaputt anstrengend. Machen. Das kommt auch ein bisschen auf den Trick an. Aber ja, so Glitches zu lernen, das ist halt wirklich, das kann sehr ermüdend sein manchmal. Ja, zum einen das, aber zum anderen würde ich mir einfach denken, wenn ich so weit bin, dann könnte ich das Spiel nie wieder normal durchspielen. Aber eigentlich will ich das weiter normal durchspielen, weil da kommt meine Freude her. Ich bin einfach zu gelangweilt für die meisten Spielen. Ich spiele die meisten Sachen nicht mal ein zweites Mal durch. Ja. Also privat halt nicht wirklich. Ich denke, okay, ich kann auch was Neues zocken, anstatt dass ich nochmal das altbewährte Spiel. Du kannst auch einen neuen Film gucken, Daniel, anstatt dass du nochmal... nee, war's nicht. Nee, das ist das, was du hier überall finden musst. Ja, stimmt. Muss auch mal in die Geheimräume reingehen. Ich wollte Daniel gerade beleidigen, aber ich weiß nicht, weswegen. Gengo, mach du mal weiter mit Daniel beleidigen. Daniel, mir ist in der letzten Zeit aufgefallen, dass du immer diese blau-rote Krawatte trägst. Was wenn du damit ins Studio reinkommst. Ja, ich finde die hässlich. Und also, haben sich schon Mitarbeiter beschwert. Auf der Party letztens hast du gesagt, das sieht richtig cool aus. Ja, aber da hätte ich auch gedacht, du würdest dafür ausgelacht werden auf der Party. Hat nicht funktioniert. Außerdem war er betrunken. Außerdem darauf wollte ich hinaus. War ich nicht zurechnungsfähig. Wie meistens, wenn er in die Arbeit kommt. Ja, meistens, wenn ich betrunken bin. Hier geht das ja. Du musst aber auch entertainen können. Wie sollte man entertainen können, wenn man nicht betrunken ist? Ja. Und rausgeschmissen kann er nicht werden, weil... der Kanal davon Firma abhängt. Mein Vertrag ist, das ist seine Firma. Marki. Du hast mich bis Ende nächsten Jahres noch am Hals. Glaubt ihr, es gibt Fälle, wo Angestellte ihren Bossen drohen können? Wenn du verwerfliche Bilder von ihnen gemacht hast. Ich bin jetzt immer bei meiner alten Arbeit vorgestellt, so. Kannst halt immer Leute. Ich hab nichts zu verlieren. Kündigt mich ruhig. Kündigt mich ruhig, ich hab schon längst getan. In meinem Inneren bin ich schon lange tot. Dann suche ich mir halt einen neuen Job im Einzelhandel. Im Einzelhandel. Ich hab's.
Ich hab's mir mal super lustig vorgestellt, ne, wenn du im Einzelhandel an der Kasse bist und du bist, und es passiert ein Überfall, Daniel, ne? Der Typ ist da mit seiner Waffe in der Hand und will dich umbringen und du bist da halt mit echt harten Tränensäcken unter den Augen so, gib mir das Geld und ich knall sie ab! Und du stehst dann halt nur da so komplett müde und denkst dir so, Kumpel, ich bin innerlich schon tot. Drück ruhig ab. Du würdest mir dabei einen Gefallen tun. Du würdest mir einen Gefallen tun. Und dann würde er irgendwie das Geld rausnehmen, dann wird er irgendwie 200 Euro geben und sagen, du hast es nötiger als ich. Coole Schuhe übrigens. Leuchten sie im Dunkeln? Nein, aber sie können atmen. Ich wollte den Ballon haben. Ja. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Was soll ich sagen? Also, ich habe mir schon mal so vorgestellt, was würde ich machen, wenn ein Überfall wäre? Und dann dachte ich mir so, ja, eigentlich gar nichts. Ist ja nicht mein gar nichts Geld. Tun. Was ist, wenn du ihn einfach für blöd verkaufen würdest? Er würde dann sagen, ich hab mit dem Geld und du so, hä, was, wie bitte? Wie bitte? Warte, ich muss mal meinen Chef, ich muss mal kurz fragen. Ich frag mal nach. Ich schau im Lager nach. Aber es wäre eigentlich so, ne? Weil, du musst ja erstmal fragen, ob du Geld rausgeben darfst. Ja. Nee, die Sache ist, ich glaube, bei die ersten paar Tage, die ich im Einzelhandel gearbeitet habe, da habe ich mir echt gedacht gehabt, was ist, wenn jetzt ein Überfall ist? Die Sache ist, ich weiß nicht, wie ich die Kasse öffnen kann, ohne dass vorher jemand was gekauft hat. Das wäre voll unangenehm. Wie stehe ich dann da vor ihm? Gib mir das Geld! Ja, okay, aber können Sie irgendwas kaufen, sonst kriege ich die Kasse nicht auf. Dann reißt du einfach die Kasse raus und gibst ihm das. Ja. Ja. Entschuldigung, ich krieg sie nicht auf. Warten Sie, ich tu sie einfach... Verdammt, ich krieg sie auch nicht raus. Was machen Sie jetzt? Dann steht ihr beide so und ihr versucht rauszufinden, wie man das aufmacht. Und du hilfst ihnen einfach dabei. Hast du schon auf diesen Knopf da gedrückt? Oder? Ich kratze mir so am Kinn und der hält sich die Waffe an die Schläfe und reibt damit auch so. Wie könnte das funktionieren? Ja. Das war ein guter Comedy-Sketch. Oh, das ist ein cooler Puzzleteil gewesen. Genau, ich glaube aber, Läden werden gar nicht mal so oft ausgeraubt, wie es die Comedy-Sketches und die Filme vermitteln wollen. Na, keine Ahnung, wahrscheinlich würdest du lieber eher eine Bank überfallen als irgend so ein Lebensmittel-Einzelhandel. Weiß nicht, ich glaube, also die Bank ist auf jeden Fall... Ja, kommt drauf an, also als Einzelperson glaube ich nicht. Wie schwer ist es denn im Vergleich, einen Einzelhandel auszurauben und dann eine Bank? Sind die bewaffnet? Ja, gut, ich glaube, in der Bank ist das Geld zumindest alles irgendwie so an einem Ort. Ich glaube, im Einzelhandel müsstest du dann erstmal irgendwie Safe aufmachen und so. Ja, und vor allem könnten die ganze Zeit irgendwelche Leute reinkommen. Das ist halt allgemein so, einen öffentlichen Ort auszurauben wäre halt nicht so... Das musst du früh morgens an einem Montag machen. Da sind die Rentner doch schon da. Ja, was sollen die Rentner machen? Nicht mit deinem Stock schlagen? Ja. Was ist mal mit meinem? Alter, das dürfen sie nicht. Ich war vor ihnen dran, junger Mann. Oh nein, ich bin... Die Jugend heute hat keinen Respekt mehr. Ich dachte, der Reifen wäre noch da, aus irgendeinem Grund. Die Jugend denkt immer, der Reifen wäre noch da. Ich kann dir sagen, wenn du jetzt einen Fehler machst, wird dieser Reifen für immer weg sein. Muss halt auch immer so die... Keine Ahnung, musst du nicht manchmal so ein bisschen abwiegen, ob es sich jetzt irgendwie... Wie viel Knast erwartet dich, wenn du einen Supermarkt überfällst? Und wie viel Geld könntest du dabei rauskommen? Würde das Geld den Knast auswiegen? Ich weiß nicht, aus so einer Supermarktkasse, wie viel kann da drin sein? 2000? In einer Kasse? So einer normalen halt. Ich war halt bei den Abrechnungen nie dabei. Ich kann es nicht sagen. Man überfällt das Geschäft morgens, wenn doch niemand irgendwie Geld in die Kasse reingepackt hat. Stimmt. Ja, dann halt kurz vor Schluss, keine Ahnung. Ja, dann muss man zum Safe. Hat die Kasse gerade erst bekommen. Es gibt ja noch den Safe. Ist dann nur das Wechselgeld drin. Da ist kein Geld drin, Jan. Was machen wir jetzt? Und da ist ja gar kein Geld drin. Ich bin jetzt extra hier rausgekommen. Also wollen wir erzählen, da ist kein Geld drin. Ja, sorry, was soll ich machen?
Also wahrscheinlich würde, ich glaube, so ein Supermarkt hat ja Probleme, wenn Leute irgendwie Waren einfach reinstecken. Was ist, wenn du ein Kino überfallen würdest? Ich glaube, Kinos sind ziemlich tot. Bonnie, ich glaube, viele Leute kaufen inzwischen Kinotickets auch online, könnte ich mir vorstellen. Ja, tun sie auch. Oder zahlen mit Karte. Aber wenn ich nicht online bezahle, dann kostet es weniger. Ich kaufe meistens online, weil ich halt. Ich auch. Ich will einen guten Platz haben. Ich will ja heute auch nicht super früh im Kino sein. Meistens bin ich so 5 Minuten, nachdem der Film angefangen hat, da. Das ist noch im Toleranzbereich. Da laufen noch nicht mal Trailer, da läuft nur Werbung zu dem Zeitpunkt. Ja. So, Hauptsache ich sehe Ridley Scott noch. Ich auch. Es hat mich voll verwundert. Ich hab neulich einen Film in einem Cinemax gesehen, da war der nicht drin gewesen, dieser Spot. Ganz komische Sache. Ich hätte echt gehofft, sie hätten den nochmal extra für Alien umgeändert. Ja, dass er dann von einem Xenomorph gegessen wird. Genau, der normale Spot ist ja also für alle, die kein Referenzbild dafür haben. Cinemax, da läuft, nachdem die Werbung zu Ende ist und bevor der Film anfängt, läuft da mal so ein kleiner Spot, der halt sagt, Leute, macht eure Handys aus. Aber der ist halt so gedreht, dass die Leute nur auf ihr Handy schauen und sich halt nicht konzentrieren können. Dass jeder Instagram-Stories macht und keine Filme mehr guckt. Was ein Verbrechen. Und dann ist halt auch Ridley Scott, der irgendwie an einem Filmset ist und irgendjemand ein Bild von einem Hund zeigt und dann sagt, hör, süßer Hund. Und weil es eine Sache ist, die er sagen würde. Ja. Das ist halt glaubwürdig. Ich glaube, wenn er einen süßen Hund sieht, würde er sagen, wow, gucken Sie mal, ein süßer Hund. So wie genau das, was er hatte. Ja. Oh Mann. Das Ding ist halt, ich gehe erst seit, glaube ich, 2 Jahren ins Cinemax und dieser Spot brennt sich halt in der Kopf, wenn du, keine Ahnung, 1-2 Mal im Monat ins Kino gehst. Schlimm, ist wie alte Werbung. Das Problem ist aber, ich finde die nicht mal. Ich weiß nicht wirklich, ob ich das ein Problem habe. Was sollte das? Ich verstehe es nicht. Warum das Problem ich so ist, Raki. Ich habe ihn schon so oft gesehen und ich finde ihn nicht mal nervig, keine Ahnung. Nö, ich denke mir dann noch, okay, jetzt kann ich das Handy wegpacken. Genau, kann ich weiß, der Film eigentlich an. Jetzt geht's ja los. Spaß beginnt. Ich habe aber jedes Mal das Gefühl, ich habe es bisher noch kein einziges Mal erlebt, aber es wäre so hart cringe, weil der Spot endet ja damit, dass der Typ halt sagt, also, Handy aus. Stellt euch vor, wie gut dann 2 Stunden sein können. Und dann ist es halt für irgendwie so 5 Sekunden in dem Spot stille und im ganzen Kinosaal ist komplett stiller. Und dann sagt er, fühlt sich gut an, oder? Und ich habe jedes Mal, wenn ich im Kino bin, das Gefühl, dass irgendjemand von hinten rausschreien wird, nein. Aber es ist bisher noch nicht passiert. Ich fand diese Google Pixel Werbung, die im Kino vor ein paar Monaten lief, fand ich richtig unangenehm. Pixel Werbung? Ja, das ist so ein Typ, der. So geht halt so ein Teenager und der eine Typ, keine Ahnung, Photoshop dann da irgendjemanden raus, weil er wütend ist aus Google Pixel, aus seiner Galerie, ich weiß nicht. Ich finde das mit so. Google Pixel aber auch echt dumm, dass sie dir das verkaufen, dass du einfach selber Fake News jetzt machen kannst. Ja. Warum sollte ich ein Foto verändern wollen? Das spielt doch dann die Realität nicht mehr wieder. Was ist, wenn da drauf ist? Ja, dann... Hey. Würde ich ein neues Treffen vereinbaren, wo Daniel nicht mit dabei ist? Ich finde es aber interessant. Ich glaube, Kino ist der einzige Ort, wo ich noch mit Werbung wirklich konfrontiert werde. Ja, ich glaube, deswegen habe ich auch nichts wirklich dagegen. Dann denke ich mir, oh, den Spot für, also einen Trailer, den ich sonst vielleicht random mal im Internet gefunden hätte. Jetzt weiß ich, dass der Film mal kommt. Vielleicht gucke ich ihn mal an. Ja, natürlich gibt es noch so Sachen wie, keine Ahnung, du läufst an einem Werbeplakat vorbei und dann steht dran, du wirst dich auch noch morgen an sie erinnern, Geschlechtskrankheiten oder so, aber man kriegt halt keine Werbung mehr auf YouTube, wo die Leute sagen, du wirst dich morgen noch an sie erinnern, Geschlechtskrankheiten. Also bis auf das, was Raki sagt. Den für Alien Romulus, aber okay. Ich gucke auch heutzutage echt selten Kino-Trailer, muss ich halt sagen. Ich glaube, vor Alien Romulus war der letzte Jurassic World Dominion. Und davor weiß ich schon gar nicht mehr. Also ich schaue die halt, wenn die im Kino selbst laufen, aber ich... Ja, klar, aber halt... Kommt selten vor, dass ich mir wirklich aktiv einen Trailer angucke, irgendwie im Internet, bevor der Film rauskommt. Auf gutetrailer.net. Ja, nee, manchmal bin ich auch so risky unterwegs und such mir einfach am Anfang von Namen oder Plakatenfilmen aus, ohne zu wissen, was das überhaupt ist.
Manchmal wird's unterhaltsam und manchmal bekommst du halt Müll. Ja. Weißt du, nee, wir haben endlich das Level geschafft. Und mit mir, mit wir meine ich. Es ist wir. Ich weiß nicht, warum ich so viele Probleme hatte. Es geht gleich los, dann machen wir den schlimmsten Boss aus dem Spiel. Ey, das K-Level kam ja auch noch nicht mal. Oh. Ja. Bei wie viele Minuten sind wir schon da? Oder Spielfilmlänge. Halbe Stunde. No. Okay, sportlich. Sportlicher junger Mann ist das. Der könnte Schach spielen bei Olympia. Das wäre schön. Du bist im olympischen Schachteam. Meinst ein Tipp, Daniel, lass dich nicht davon treffen. Daniel? Oh. Daniel? Was? Ja oder nein? Genau davon, Daniel. Denkst du, dass Beyblade irgendwann olympisch wird, Daniel? Und davon auch. Ich habe mich auf Brake konzentriert. Ja, das war das Problem. Bird ist okay, cool, cool. Ich wäre gut darin gewesen mit meinem... Mensch, Daniel, mit meinem nicht im Attack. Mit meinem Eldrago, der kann sich nach links drehen. Mit meinem Pegasus. Boah, der hatte ja nur die Standard-Base. Warum du Scheiße, was springst du? Was für eine Base. Der hatte nur die Standard-Base. Du Haufen Scheiße. Ja, so muss man auch. Pegasus und Eldrago. Eldrago war voll der Cheater-Base, der konnte sich nach links rotieren. Das war gegen die Regeln. Mein Lieblings-Beyblade war... Linkshänder sollten ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft. El Tigre. El Tigre ist ein Charakter aus dem Ace Attorney Universum. Mein Lieblings... Ah, das darf ich nicht sagen. Mein Lieblings Beyblade... Was? Okay. Ich darf es wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht, wo... Ich hab nicht zugehört, aber... Naja, also ich das sehr seltsam. Du musst halt bedenken, dass in der Beyblade-Welt praktisch dieselbe Historie abgegangen ist wie in unserer Welt. Das heißt, es gab auch den Zweiten Weltkrieg und die Leute haben mit Base auf dem Schlachtfeld gekämpft. Ich habe halt gerade das gesehen, also ich bin... Das ist auch kein offizieller Blick, das sieht aus, als hätte es ein Kind gestaltet. Ich wollte aber gerade sagen, das ist mein Lieblings-Beyblade. Ich glaube, der ist auf jeden Fall. Ah, shit. Siehst du? Ja, das Manisch, ist eine Sprache, sagen. Die sollte nicht existieren. Also, wenn man mich fragen würde, tut mir ja nicht irgendwas. Niemand fragt dich über Sprachen. Voll unhöflich. Das ist viel zu erzählen. Welche Sprache hast du denn am meisten, Gengo? Wenn du eine Sprache wärst, welche wärst du dann? Das ist einfach. Gengo wäre isländisch. Oh, damit kann ich leben. Daniel wäre Schwitzerdeutsch. Und ich bin natürlich dänisch. Falls wir Isländer hier gerade dabei haben, dann würde ich euch gerne nur sagen, mit Seven Subs Swagen. Ich würde euch gerne sagen, eure Insel stinkt. Nach Fisch. Nach verdorbenem Fisch. Und ich stinkt. Ich meine, das ist ja nicht beim Beleidigen gemeint, aber Island hat doch echt viel so Schwefel, was einfach aus der Erde rauskommt. Ist ja keine Beleidigung, ist einfach fuck. Das ist ja viele Vulkane. Ist eine Zustandsbeschreibung. Du stinkst halt Island. Ich meine, jeden August steht die Pforte offen. Ich würde an sich gerne irgendwann mal nach Island. Ich will auch unbedingt nach Island. Ich will Aurora Borealis sehen. Ich will durch die Fjorde warten. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ich habe also das Gefühl, da kriege ich meine Ruhe. Also für die Fjorde solltest du ja nach Schweden oder Norwegen. Norwegen, genau. Ich möchte gerne zum Sneffels, Jukul, den Vulkan da in Island. Ich möchte in den Moomin-Freizeitpark und ein paar Moomins sehen. Das klingt anständig. Ja. Astrid Lindgren hat auch ihren eigenen Freizeitpark da drüben. Stell mir vor, wir hätten sowas in Deutschland, den Goethe-Park oder so. Hm. Ich wollte keine andere historische deutsche Persönlichkeit wählen. Einigen wir uns auf Goethe. Was ist mit Schiller? Ich habe noch nicht eine Sache von Schiller gelesen, die ich nicht ziemlich kacke fand. Okay. Ich hab keine Ahnung, da schläfst du halt ein, wenn du das liest. Wer ist dein Lieblingsdeutscher? Und du darfst nicht Gengo nehmen, auch wenn du es möchtest. Albert Einstein? Nein, warte mal. Warte mal! Der Mann, der die Atombombe erfunden hat? Willst du nicht erst zum K-Level gehen? Ich geh erst zum K-Level. Achso, ich dachte, weil du da nach links gegangen bist.
Find's gut, wie wir unseren Bildungsauftrag wahrnehmen. Ich sag's dir, in 10 Jahren wird irgendein Kind in der 9. Klasse sein und wird vom Lehrer gefragt, wer hat die Atombombe erfunden? Und er wird antworten, Albert Einstein. Das habe ich bei Raki ohne E gesehen. Also irgendwas hat er mit Sicherheit dazu beigetragen. Ganz unschuldig kann der mir nicht vorhin Oppenheimer. Der hat halt irgendwie was nachgerechnet oder so. Ja, der hat Mathe gemacht. Ja, großes Verbrechen. In meiner Welt schon. Ich mag Mathe auch nicht. Ja, man braucht, das ist die Sprache, die die Natur spricht. Ja, das ist meine unliebste Sprache, da haben wir es. Wieder Bezug zum Thema davor, ja. Frag mich, wie sich Leute fühlen, das die Einstein gemobbt haben. Das ist eine universelle Sprache. Wie Leute sich fühlen, die Albert Einstein gemobbt haben. Ja, denken sie sich so, ich war so dumm. Nein! Ich meine, es gab auch Leute, die... Ich war so dumm, er ist so schlau. Noch bin ich mit dem Leben davon gekommen. Ich hab ihn gemobbt. Noch hat er keine Atombombe auf mich geworfen. Ich hab ihn gemobbt, deswegen hat er die Atombombe erfunden. Nein. Stell dir vor, du hättest wirklich Oppenheimer irgendwie in der Schule gemobbt und dann kommt er bei dir zu Hause vorbei, 30 Jahre später. Und eine Mini-Atombombe. Ich hab ein Geschenk für dich, Frank. Er wirft sie wie in American Football. Und er reißt sich mit in den Tod, nur um dich auszuschalten. Er rennt ganz schnell weg. Ich hab ein Geschenk für dich. Alter, und dann spuckt er dir auf die Veranda. Zuerst der Zerstörer der Welten. Die Atombombe war nur der Anfang meiner grandiosen Pläne. Albert Einstein hat einen atombetriebenen Schlagmich-Handschuh, den er anhat. Das ist einfach nur ein Stahlhandschuh, der halt irgendwie. Keine Ahnung. Ist. Ja, aber er hat halt irgendwie. Das kann. Da sind so Servomotoren drin, die ihn halt irgendwie schneller nach vorne schnellen lassen. Und damit haut ihr die ins Gesicht. Ja, dann kriegst du einen Powerschlag ins Gesicht und danach wird er sagen, nun bin ich zum Tod geworden, Zerstörer deines Gesichts. Dein Gesicht wird jetzt atomisiert. Der Schlag ist wie mit einer Atombombe. Ich wünschte, er würde wirklich so reden wie Gengo gerade. Ja, meine Faust ist gleich MC² dein Gesicht. Nein, er war Deutsch, natürlich hat er so geredet. Und dann würde sein Mama sagen, Einstein, genau wegen so einer Scheiße haben wir dich gemobbt. Würden ihm die Zähne ausfallen, wegen der Strahlung. Ich dachte, er macht nur Witze. Der Typ ist ein Psycho. Mit dem Atombombenblach. Was glaubt? Ah, dieser Riss in der Wand, ich dachte da immer, der wäre ein Puzzleteil, das ist aber nichts, das macht mich wahnsinnig. Da kannst du mit einem Atomglauf draufhauen. Also, sie haben immer gesagt, der Einstein, wirst du mal allein sein. Als seine Oma gestorben ist auf ihrer Beerdigung. Und dann hat er seinen eigenen Freizeitpark bekommen. Oh, scheiße. Der Einstein-Freizeitpark. Ja. Was gibt's da? Atombombenmachterbahn. Gleich MC² zum, an einem Stock. Stockbrot. Da läuft so ein Typ rum in einem Einstein-Kostüm aus Schaumstoff. Ja. Und es gibt natürlich einen von diesen Türmen, wo du hochfährst und dann stürzt er runter, aber der ist designt wie eine Atombombe, weil er ja die Atombombe erfunden hat. Er sieht genauso aus wie dieser Stand, den sie in Las Alamas hatten, wo die Atombombe war. Es gibt so eine Rutsche, aber das ist Einsteins Kopf und rutscht dann auf seiner Zunge runter. Es gibt ein Atombomben-Testgelände und du kannst sie dir angucken und du trägst dann auch so eine Schutzbrille und kannst dann sagen, wow, voll cool. Können wir das machen? Können wir einen Einstein-Freizeitpark machen oder ist das Copyright, für den gilt das noch? Ich weiß nicht, ob musst du wahrscheinlich seine Nachfahren fragen. Ja. Ich meine, haben Menschen Copyright? So wie Einstein. Haben Menschen Nachfahren? Ich meine, du kannst auch einen Film über Kleopatra oder so machen. Ich glaube nicht, dass du Kleopatras Nachfahren irgendwie Copyright zahlen musst dafür. Das ist aber tatsächlich eine Frage, die ich mich damals, als der Lego-Movie rauskam, gestellt habe. Da habe ich nämlich auch, glaube ich, ich kann mich noch explizit daran erinnern, dass ich meinen Vater gefragt habe, aber wie konnten die denn Abraham Lincoln da benutzen? Amerika hat doch das Copyright auf ihn. Also wenn der free to use ist, dann können wir auch dann können wir auch einen Einstein-Freizeitpark machen.
Aber wirklich interessant, wie lange muss eine Person tot sein, damit du einen Film über sie machen darfst? Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Du willst ja dann einen Film machen, wo dir keiner irgendwie reinlabern kann, weil zum Beispiel beim Bohemian Rhapsody Film, da haben die beiden lebenden Mitglieder von Queen, die haben da ja auch ordentlich im Hintergrund mitreden dürfen, wie was wo genau dargestellt wird und so. Aber es muss schon eine Person des öffentlichen Lebens sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass du einfach Daniel per CGI einen Film tun dürftest, wenn der es würde keiner wissen. 20 Jahre tot ist. Aber es gibt ja auch... In 20 Jahren erinnert sich keiner mehr an Daniel. Ist es dann einfach dein neuer OC-Charakter, Spaniel? das ist mein Stream-Avatar. Ja, Daniel Jero. Nein, wie Daniel. Wie Daniel? Wie? Fast wie Daniel. Wow. Wie Vin Daniel. Hey, wie Daniel. Vin Diesel, aber Vin Daniel. Vin da, so. Wie Vin die der Baba. Ich hatte mitbekommen, dass die jetzt irgendwie, die wollen jetzt einen Film über Donald Trump machen. Mal politisch zu werden. Das darf nicht. Vergiss immer das Zeitlauf. Ja, vielleicht schaffst du es trotzdem noch. Nee. Oh, aber fast. Das darf noch nicht wahr sein. Es ist immer am Ende. Das kann doch nicht sein. Und da dachte ich mir, okay, das könnte... Ich, zuerst dachte ich so, okay, interessant. Und dann ist mir aufgefallen, warte, wenn sie einen Film über ihn machen und der noch lebt, dann wird das sehr propagandistisch werden. Wird da sehr viel mitreden, glaube ich. Ich glaube, das wird es bei ihm so oder so. Ja, aber wenn jemand in der 40 Jahren jetzt einen Film über Trump machen würde, wenn der nicht mehr lebt, dass es sonst auch keinen gibt, der da irgendwie reinredet, keinen Donald Trump Junior oder so. Ich glaube, wenn jemand einen Film über Donald Trump machen würde, dann wäre es Hand aufs Herz, die wahrscheinlich bis dato längste Praline der Welt. Ja, keine Ahnung, der Film, der am nächsten an einer Metal Gear Solid Vorlage rankommen würde. Also keine Ahnung, so Zeug, was Senator Armstrong gesagt hat, das wirkt eigentlich wie was Trump sagen würde. Ja, doch. Try making an omelet, Jack. Can't read over every action. Ich habe Ausschnitte, ich habe mir tatsächlich die Live-Debatte angeguckt zwischen ihm und Harrison. Er hat viel darüber Harrison geredet, Ford. Dass... tatsächlich, Harrison Ford. Ja. Also den hätten die Demokraten aufstellen sollen, dann hätten sie eine Chance gehabt. Ja. Trump hat viel darüber geredet, dass Einwanderer Hunde und Katzen essen. Ja, und Elon Musk hat jeden Tag darüber irgendein KI-Bild getwittert. Ich habe ihn jetzt blockiert. Er ist so am Dickriden, der Typ. Der geht mir so auf die Nerven. Ja. Willst du das extra Leben nicht, oder... Nein, die geht mir auf den Sack. Ich habe eben den Sprungknopf gedrückt und er ist nicht höher gesprungen. Ohne wie funktioniert das besser? Wenn du malst. Ich glaube, er hat ihn einfach nur vergessen. Nein, ich habe ihn echt vergessen. Mensch, hättest du da nie gehabt. Ich versuch's jetzt ohne. Mein Gott, ich. Ah, ich. Okay. Er redet weiter über das. Politik. Ja. Sie mögen die Leute. Ey, wir Deutschen wurden auch kurz erwähnt in der, in seiner Ansprache. Essen wir auch Katzen und Hunde? Wir haben zuerst ganz viel erneuerbare Energien gemacht, dann haben wir gesehen, dass es nicht funktioniert und alles wieder zurückgebaut. Scheinbar. Es gibt keine erneuerbaren Energien in, Basing, Berlin. Das ist gut zu wissen. Gut, dass ich vor kurzem erst einen Vortrag darüber gehört habe in der Schule. Ich würde gerne auf so eine Windmühle einmal draufklettern. Ich auch. Ich sag's ja, ich würde in einer wohnen. Ihr habt mich dafür ausgelacht, aber... Ich meine, ist wahrscheinlich... Aussicht, billige Mieten. Ja. Lokal gelegen, du kannst jeden Tag mit dem Gleitschirm zur Arbeit. Ist das nicht der Traum eines jeden Mannes, isoliert, in so komfortabel zu wohnen, so wie du es jetzt tun würdest, nur du müsstest nie rausgehen und dich nie wieder mit jemandem treffen. Gengo hat halt gemerkt, das eine Traumvorstellung. Hat halt gemerkt, dass Leuchtturmwärter kein Job mehr ist, den du machen kannst. Deswegen schult er jetzt auf Windmühlenbesetzer um. Ja. Ich mach dir keine Vorurteile. Das ist ein guter Plan. Du hättest auf die Trommel springen sollen.
Wir nehmen gleich dieses Schwein und schieben es woanders hin. In das Feuer da hinten. Alter, lebendig. Schweinebraten. Bisschen Wildschwein. Da oben wärst du auch sicher vor einem Wildschwein auf deiner Windmühle. Ich will eine Windmühle. Also im Garten. So eine kleine. Meine eigene erneuerbare Energie. Meine eigene erneuerbare Windmühle. Und wenn der Wind mal, wenn zu wenig Wind weht, muss Daniel hochklettern und selbst dran drehen. Ja. Selbst ein bisschen pusten. Auf dem Fahrrad strampeln. Ich glaube, das Problem ist gar nicht mehr, dass wir zu wenig produzieren. Ich glaube, wir produzieren einfach zu viel, deswegen werden die teilweise sogar abgestellt. Nee, einfach zu viel, wir zu viel Strom machen, aber den irgendwie nicht speichern können. Mhm. Mach mal was dagegen, Daniel. Bring dir meine Autobatterie mit. Daniel, öffne deine Windturbine. Tja, was soll ich sagen? Danke. Wie gefiel der Einstein-Freizeitpark noch? Die Idee. Ich habe mir eine Attraktion, die ich mir vorgestellt habe, ist wie, man geht in so einen Raum und dann wird es so ganz hell und man wird lebendig verbrannt. Was hat das mit Einstein zu tun? Genauso viel oder wenig wie alles andere, was wir davor gesagt haben. Der hat mal die Zunge rausgestreckt. Meine Zungenrutsche ist historisch akkurat. Außerdem sollte man, hat er nämlich auch mal was mit Marilyn Monroe? Hey, ich habe eine spaßige Einstein-Attraktion. Du könntest in den Park gehen, er würde belagert werden und du musst auswandern aus dem Park. Was? Was war denn das für eine Aktivität? Eine spaßige Einstein-Aktivität. Deswegen wirst du jetzt nicht den Freizeitpark planen. Hab ich doch gesagt. Ja, siehst du? Ja, muss man erst drüber nachdenken. So, jetzt, aber komm schon. Wow, das war knapp. Ja, du, das könntest du vielleicht schaffen. Aber nur vielleicht, wenn du den Sprung jetzt nicht verkackst. Oder den Sprung. Den Sprung oder jeden Folgen dann. Was so? Oh, der Sprung, den hast du fast verkackt. Wie macht man das mit nur einem Herz? Oh, man stirbt. Ja. Und jetzt kommt so der Hühnermann. Hast du deine Herzmedizin schon genommen? Nein, der Hühnermann, oder? Kommt der schon? Kommt nicht vor noch ein Raketen? Es kommt noch ein Raketenfoss-Level davor. Ja. Wo du nach oben fliegst. Oho, ist das nicht cool? Ah, das ist richtig cool. Ist wie Flappy Birds, nur nach oben. Daniel, man munkelt, Daniel liebt diese Art von. Wow. Daniel sollte sich freuen, dass er jetzt NFT-Bird spielen kann. Ja, tue ich auch. Hallo? Flappy Bird? War das nicht unsere Kindheit? Das hat doch nur eine Woche existiert, oder? Nee. Ich weiß gar nicht. Du hast schon länger. Ich meine nur im Nachhinein ist es natürlich cool, dass er sich Gedanken um die Leute macht und so, aber ich glaube, die Leute könnten nach schlimmeren Sachen süchtig werden als nach Flappy Bird, zum Beispiel hätte, nach Kokain. Hätte er gewusst, was es heute so für Mobile-Spiele gibt, dann. Eins ist ja mal harmlos dazu im Vergleich. Und man kann süchtig danach werden, sich Skins in Dings zu kaufen. Ah! Aurora Vorsicht, das ist Borealis? At this time of year? At this part of the country localized entirely inside your kitchen? In this part of the Donkey Kong Country? Oh, das ist ein Mondding, wenn ich aus Portal. Ja, jetzt verstehst du endlich die Anspielung. Ja. Verstehe ich endlich, wo Donkey Kong und Portal zusammenhängen, beide am Mond. Jack Black spricht Wheatley. Ja, Jack Black spielt auch Minecraft. Ich bin Wheatley. Ah, da wollte ich dir noch zustimmen. Gengo hat was sehr Schlaues auf Twitter gesagt. Soll auch mal vorkommen. Die Leute, ihr habt doch alle den super schlechten Minecraft-Trailer mitbekommen mit Jack Black und dem Schaf und anderen Nutten. Menschen. Hero Brian, alle waren sie da. Hast du gerade Nutten gesagt? Nein. Er hat Nutten gesagt. Mann, wegen Jack Black. Was hast du gegen diese Darstellerin? Ich hab. Manchmal Jack Black, hallo. Sachen raus, die, komm schon, das hat man verstanden. Nein, ich behaupte, das hat man verstanden. Ich behaupte, das hat man verstanden. Ja, vielleicht in deinem kranken Affen hören. Oh. Willst du auf irgendetwas anspielen?
Nee, wieso? Ich würde nie jemanden einen Affen nennen. Weißt du, so er weiß, wie es gemeint ist. Jeder weiß es. Dieser Boss ist scheiße. Worauf wollten wir eigentlich? Du hast die Konversation einfach. Worum ging's? Wir haben über. Ich habe angefangen, über den Minecraft-Film zu reden. Ja. Und dann ist so ein. Vor ein paar Tagen so ein super beschissener. KI-Trailer rumgegangen, den alle plötzlich gefeiert haben, und dann hat Gengo was sehr Schlaues darüber gesagt. Was hast du gesagt, Gengo? Boss. Ja, jemand hat halt so 80s Dark Fantasy KI Image-Generation von Minecraft gemacht. Ja, das Minecraft ist so wie, gemacht. Wenn ihr seht, das ist so wie, keine Ahnung, jemand hat die Simpsons als 70er-Jahres-Sitcom oder so gemacht. Ja, also das ist generell. Artikel drüber schreiben. Das ist ein sehr beliebter Prompt irgendwie, den du. Also YouTube ist damit zugemeldet. Halt einfach nur irgendein bereits schon existierende Marke, ein Film oder sowas, eine Serie, und dann einfach nur 80s Dark Fantasy Epic oder 50s Sci-Fi, halt irgendwie sowas einfach. Und dann, ja, keine Ahnung. Die Bilder, die halt dann rauskamen, haben den gleichen Vibe gehabt wie. Der 1993er Super Mario Film, aber da hat jeder gesagt, das sieht scheiße aus. Ja, weil bei diesem komischen, hässlichen KI-Shit waren alle wieder am, oh, das ist ja so cool, das ist das beste Ding aller Zeiten. Wann öffnet er seine Scheißbeine? Ich glaub, wenn du unter ihn stehst, dann greift er dich immer so an. Wann öffnet sie endlich ihre Beine? Da muss er sich in der Luft einmal, umdrehen. Da musst du unter ihn drunter rollen. Ja. Das ist ein beschissener Boss. Nee, aber ich habe auch nicht verstanden, was die Leute wollten. Also es sah echt. Wer der Trailer so rausgekommen, hätten sie auch alle Kacke gefunden. Es ist jetzt nur wieder dieses Schießen gegen existierende Sachen. Es war einfach nur, keine Ahnung, Standbilder und. Und alles sah halt so super realistisch aus, aber halt echt auch langweilig, so designtechnisch. Du hast halt nicht mehr gesehen, was irgendwie Minecraft war. Nee. Ich meine, man kann über den Trailer sagen, was man will, aber es hat zumindest diese Block-Ästhetik, die. Jetzt macht er das. Der Gas, der da war, der sah aber auch echt. Einfach nur. Kann ich nicht mal beschreiben, so hässlich sah das aus. Der Trailer oder der KI-Trailer? Der KI-Trailer. Den Gas in dem Richtung-Trailer finde ich eigentlich ganz okay. Es ist. Man erkennt, dass es Minecraft ist, weil das hast du bei dem KI-Ding nicht erkannt. Und trotzdem waren alle so, oh, wäre das so, dann. Wenn die ganzen kleinen Kinder sich freuen, wenn sie ins Kino gehen und Minecraft sehen wollen, und es ist irgendwie so ein 80s Fantasy Shit. Das würde ihnen gefallen. Das Einzige, was mich. Also, nicht. Mir ist Minecraft-Film, ob der jetzt gut ist oder nicht, ist mir tatsächlich gar nicht mal so wichtig. Ich werde ihn sowieso sehen. Ja, ich werde ihn auch sehen. Ich meine, es ist der Minecraft-Film, natürlich guckt man sich den an. Das ist wie der Lego-Film damals, das macht man einfach. Wir werden da auch noch drüber reden ausführlich und dann sagen, boah, ja. Jack Black war der beste Steve seit Steve Urkel. Ich glaube, ich habe meine Meinung dazu schon mal irgendwo kundgegeben, ich weiß aber nicht mehr wo. Aber ich hätte es wirklich cool gefunden, wäre es Steve und es wäre einfach nur Castaway, bloß mit Minecraft. Das könnte ich mir cool vorstellen. Es gibt keine anderen Charaktere, mit denen er reden kann, sondern halt nur Villager und dann so, aber mit denen kann er auch nicht reden, weil die machen nur. Ja, das ist wahnsinnig. Ja, er wird langsam wahnsinnig. Weil Jack Black ist auch der perfekte Charakter, der sowas umsetzen kann. Ja, wir gerade von Castaway sprechen, ist auch ein bisschen, wäre auch ein bisschen wie Jumanji. Also wie der erste Teil. Die Zeit, wo, wer hat den Typen nochmal gespielt? Mr. Jumanji. War das nicht auch Tom Hanks? Was? Nee, war Robbie Williams. Genau. Das war. Oh, warte, Kampf ist noch nicht vorbei. Ja. Ich lobe dich erst später. Vielleicht. Es wäre ja so ein bisschen wie das, was Tom Hanks dann. Tom Hanks habe ich schon wieder gesagt, was Robbie Williams so erlebt hat in diesen 20, 30 Jahren oder wie lange er halt in diesem Dschungel da eingesperrt war, in dieser Dschungelwelt. Nein! What? Ja. Genau so wär's. Ja, das fände ich auch cool, aber ich will halt. Ich glaube, die Schiene werden die auch ein bisschen fahren. Also. Ja, so alternativ. Das ist auf jeden Fall, dass Leute aus der echten Welt in die Videospielwelt kommen. Das hat ja bei Mario nicht warum so gut funktioniert. So, Mario ist das Einzige, aber Mario ist ja nicht in die Videospielwelt gekommen. Das war ja der Unterschied daran. Das war einfach nur eine andere Welt. Aber an sich ist halt einfach diese Obsession damit da. Das haben die zuletzt bei dem Monster Hunter Film auch gemacht, wo ja irgendwie so ein SEAL-Team aus der echten Welt in die Monster Hunter Welt gekommen ist. Und ich weiß nicht, warum die.
Gute Arbeit, Daniel. Warum die den Videospielen so wenig Credit geben? Warum können wir nicht einfach das Videospiel an sich haben? Warum muss da noch irgendeine Komponente drin sein, die es so ein bisschen disrespected, so eine Stufe runterstellt? Ja, es gibt die echte Welt, es gibt die Fantasy-Welt. Mein Warcraft, den habe ich nicht gesehen, aber da haben sie, glaube ich, zumindest das nicht gemacht. Da haben sie gesagt, okay, ist die World of Warcraft-Welt. Ratchet & Clank war auch ein richtiger Film. Also das war halt die Welt so. Ja, aber da war mit Alblagi. Ja, aber im Original doch nicht. Ich hab, du, als ob du den im O-Ton gesehen hast. Nein, hab ich nicht. Warte, ich bin gerade schockiert, dass ihr den überhaupt gesehen habt. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn damals gesehen, da habe ich auch das Spiel zugekauft, weil ich mag Ratchet & Clank. Ich kenne das halt nicht. Das ja, ich auch nicht, sonst hätte ich ihn mir vielleicht auch angeguckt, aber ich muss erst noch in Ratchet & Clank reinkommen, so wie wir in die achte Welt reinkommen. Wow! Oh, ich wollte eigentlich in den Vulkan springen.